Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender, 1. August 2019. Heute ist Portaltag und das geht auf diesem Maya-Kalender zurück. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, sie haben die Natur beobachtet. Sie haben die kosmischen Einflüsse beobachtet und sie haben auch die wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Ein ganz präzises Kalendersystem. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist erhalten geblieben. Und wenn wir nach diesem Kalender leben, dann sind wir im Einklang mit der Natur, mit den kosmischen Einflüssen. Heute ist Portaltag. Und das bedeutet, dass die Mayas haben erkannt, dass unsere Sonne, die gesamte Sonnensystem, auch eine gewisse Bewegung hat und kreist um eine Zentralsonne. Diese Zentralsonne heißt Alkyone. Alkyone gehört zu den Plejaden und die Plejaden sind die sieben Geschwister. Die Hyaden sind die Halbgeschwister, die sind die Töchter von Atlas und gemeinsam bilden sich den goldenen Tor, die Ekliptik. Und genau darüber erzählt das Märchen Frau Holle. Alkyone ist diese Zentralsonne, wie ich schon sagte, gehört zum Plejaden. Alkyone bedeutet übersetzt diejenige, die über den Bösen siegt. Die Böse symbolisiert Medusa. Und diese Zentralsonne ist die hohe Spiritualität. Und diese Portaltagen bedeuten, dass wir in Verbindung sind mit Alkyone, öffnet sich ein Tor zu einem feinstofflichen Energiefeld, die hohe Spiritualität oder einem höheren Bewusstsein, was uns auch befreit. Die Sonne braucht zu dieser Bewegung einmal, um die zentrale Sonne zu kreisen, 26.000 Jahre. Das ist ein platonisches Jahr. Und ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahre und wir befinden uns gerade in Wassermann-Zeitalter. Das hat begonnen nach Maya-Kalender Dezember 2012. Also heute ist Portaltag und wir spüren diese feinstoffliche Energiefeld. Bei diesem Maya-Kalender ist der Jahr am 26. Juli schon begonnen und dauert bis 24. Juli 2020. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Wellen bedeuten Töne oder Frequenzen oder Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist so ähnlich wie in unserem Kalendersystem die 7-Tage-Woche. Wir befinden uns im 18. Welle und diese 18. Welle wird von Ik regiert. Ik bedeutet übersetzt göttlicher Atem. Des göttlichen Windes. Und in dieser Zeit ist wichtig, die Gedanken zu ordnen. Wichtig ist auch die Kommunikation. Unsere Gedanken, Gefühle klären und reinigen. In diesem
Zeit ist wichtig, ein Austausch von Informationen, anderen überzeugen von unserer Meinung, aber auch zuhören, was andere meinen. In dieser Zeit können wir etwas lernen, untersuchen, Dokumenten ordnen. Das ist die Macht, die Gedanken, die Kommunikation. Und wir erhalten auch in dieser Zeit eine wichtige Botschaft. Das ist der letzte Tag dieser Welle, die 13. Tag. Und die Zahl 13 wurde so symbolisiert bei den Mayas. Diese Linie bedeutet 5, 2 mal 5 ergibt 10 und noch 3 dazu. Die 13, die Zahl 13 ist die heilige Zahl der Mayas, auch die Zahl 20. Und das bedeutet Wandlung zum Schönheit, Aufstieg, die Wahrheit erfahren, etwas zum krönenden Abschluss bringen und schwingen zum nächsten Stufen, zu den nächsten Entwicklungsstufen. Die heutige Energie ist Ich und Ich bedeutet Magier. Und das ist die Weißmagie, steht in Verbindung zum Mutter Erde, die weibliche Kraft, ein Zauberkraft oder Heilenergie. Das ist auch die Energie der Schamanen und zeigt auch eine tiefe Erdverbundenheit und tiefes Wissen, Weisheit. Die heutige Krafttier ist Jaguar. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.